Eins, zwei, drei, vier. Hallo zusammen, wie drehen wir so früh aufstehen? Heute habe ich geträumt, dass in Zürich ein Videokurs stattfindet. Und alle Monate hat Tele Zürich Arbeit von denen gezeigt. Und schön an dem Traum ist, dass ich all die Beiträge moderiert habe. Das würde ich der Roger Schawinski über mit Tram sagen. Aber schaut doch selber, was er gesagt hat. Ja, also der Schawinski ist gerade noch am Telefonieren, aber wir können gleich schon aufbauen. Wir gehen jetzt mal da vorne. Ja, wer traut sich am nächsten Sonntag zu Roger? Es ist jetzt zwar Mittwoch, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Also Roger, wir haben dich ja zuerst im Tele Zürich gesucht und nachher sind wir hier ins Radio 24 beordert worden. Was ist jetzt eigentlich dein Hauptjob? Ja, also es ist so, das ist eigentlich mein Büro, eben, wo so eigentlich das Büro gemacht wird. Ich bin eigentlich immer zwischen den beiden Büros. Das ist ein riesen Problem. Also man sollte im Leben weder zwei Büros noch zwei Frauen haben. Das ist ganz kompliziert. Also das möchte ich als Tipp gerade weitergeben. Ich möchte jetzt speziell auf das Thema Jugend sprechen kommen. Wie hast du deine Jugend erlebt? Eigentlich, wenn ich so sagen darf, habe ich eine gute, glückliche Jugend gehabt, habe ein gutes Elternhaus gehabt, habe gute Beziehungen immer gehabt zu meinen Eltern. Im Nachhinein ist immer alles problemlos. Ich habe sicher auch ein bisschen meine Flegeljahre gehabt. So im Alter von 13 habe ich das Gefühl gehabt, jetzt weiss ich, was durchgeht. Was bist denn du für ein Typ gewesen? Eben, einer, der sich sehr viel für verschiedene Sachen interessiert hat. Ich war sportlich interessiert. Fußball war das Wichtigste, eigentlich noch fast wichtiger als die Schule. Ich mag mich noch erinnern. 1958, Fußballweltmeisterschaft in Schweden. Damals, ein junger Spieler hat es gegeben, hat geheißen, Pelé ist 17-jährig. Ich bin jeden Abend zwei Stunden, oder nein, zwei Spiele geschaut, vier Stunden. Damals hat man noch keinen Fernseher daheim gehabt, ist man ins Restaurant gegangen. Und dann nachher habe ich natürlich meine Aufgaben nicht gemacht und dann bin ich auch aus dem Gymnasium rausgefallen. Ist für dich schon klar gewesen früher, dass du mal möchtest, ins Mediengeschäft einsteigen möchtest? Also Mediengeschäfte, das habe ich nicht gedacht, aber Journalismus hat mich relativ früh interessiert. Ich habe schon früh geschrieben, schon Schülerzeitungen. Ich bin eines Tages beim Schweizer Fernsehen aufgekreuzt und gesagt, der Film, den ich da hatte, der war also völlig daneben. Ich ging um Studenten gegangen in Amerika. Ich bin gerade aus Amerika zurückgekommen, ein Jahr als Student gearbeitet und gelehrt. Und dann haben sie gesagt, ah ja, wieso, was sagen sie das? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiss es einfach besser. Dann haben sie gesagt, okay, da haben sie einen Film zu machen. Dann haben sie den bearbeitet. Das habe ich dann gemacht. Und offenbar war der gut gewesen. Und von dort bin ich im Schweizer Fernsehen. Wie bist du denn zu Radio 24 gekommen? Da hast du zuerst aus Italien gesendet. Das ist eine ganz lange Geschichte. Da habe ich ein ganzes Buch geschrieben. Aber damals hat es tatsächlich nur ein Monopol in der Schweiz. Und ich war in der Karibik und bin dann auf einer Insel in Grenada. Und an einem Tag hat es es ist eine Revolution. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist dann lässig. In der Schweiz erlebt man das wenig, dass man morgen aufwacht und es ist eine Revolution. Und dann habe ich gefragt, wo findet sie denn in erster Linie statt? Dann haben sie gesagt, natürlich im Radiostudio, weil man muss ein Radiostudio haben. Dann kontrollierst du dort eigentlich alles, weil die Zeitung hat es dort nicht gegeben, im Fernsehen auch nicht. Da bin ich so das erste Mal so richtig auf Radio aufmerksam geworden. Was hast denn du heute für eine Beziehung zur Jugend? Ja, sehr vielfältige. Oder? Ich habe Kinder selber, die sind jetzt seit 13 und 15. Die wohnen zwar nicht bei mir, die sehe ich relativ selten. Aber wenn ich sie treffe, so wie am letzten Wochenende, wird da fleissig diskutiert. Und ich muss mich mit ziemlich viel von dem auseinandersetzen. Ich habe Jugend, also Leute, die dann aus der Jugend raus sind, 20, 22, 23-jährige Mitarbeiter, die mich auf eine Art und Weise noch up-to-date halten. Und auf diese Art und Weise versuche ich tatsächlich noch ein bisschen zu spüren, was eigentlich so in ist und was nicht. Ist Tele Zürich offen für Ideen von Jugendlichen? Im Prinzip ja. Im Prinzip sind wir offen für Ideen von allen Leuten, von allen Richtungen. Wir müssen einfach sehr vieles prüfen und das allermeisten ablehnen. Jeden Tag habe ich Ideen.
von neuen Sendungen, eine Kochsendung, eine Reisesendung, eine Esoterik-Sendung, eine Klassik-Musik-Sendung. Alle Leute wollen plötzlich mir eine Sendung präsentieren und wollen eine machen. Die meisten haben dann keine Vorstellung, was das beinhaltet, was für Aufwände da dahinter sind und wie man das Ganze könnte dann realisieren und auch finanzieren. Gut, vielen Dank für das Interview, Roger Schawinski. Findet ihr nicht auch, dass eine Musik am Morgen aufsteht? Kennt ihr den Anschluss? Ihr habt das sicher schon mal im Zusammenhang mit der Börse gehört. Wir kennen eine Musikgruppe, die so heisst. Und die Jola hat sie besucht. Wie sind ihr eigentlich auf den Gruppennamen gekommen? Der Marco und der Johnny sind das gsi auf dem Skilift im Skilago, glaub vor 2 Jahren. Ja, dann haben sie so Namen überlegt und so, wir haben schon ein paar andere Namen vorher, also, und die sind nie, das sind nie so richtig gsi, und dann haben sie es einfach mal gesagt, ja, wegen dem Index, oder? Und ja, das denke ich, das klingt gut und es bleibt den Leuten, weil sie es täglich in den Nachrichten hören und so. Habt ihr irgendein Vorbild? Also musikalisch haben wir Vorbilder, das habe ich schon. So Rolling Stones, Black Crowes, Aerosmith, so in die Richtung. Aber sonst so, sind wir eigentlich ziemlich alleinstehend. Wie viele Mal probiert ihr denn pro Woche? 2 Mal. Und wie lange denn schon? Im April 93, wenn wir uns gegründet. Setzt ihr euch mit eurer Musik auseinander oder macht ihr einfach Musik, ja, geil und so? Ich glaube, wir setzen uns schon ein bisschen auseinander. Also klar, zum Teil ist es schon zum Umlandfesten und zum Gumpen und zum, ja, einfach seine Gefühle loswerden. Aber ich glaube, eben gerade darum, weil man seine Gefühle kann loswerden und eine gewisse Stimmung kann erreichen mit der Musik, setzen wir uns auseinander. Was euch schon je auf der Bühne passiert ist? Ja, ich weiss einfach noch. In meinem ersten Konzert so, ist Sebastian auf der Bühne gestanden und hat sie so beim Gesang, also beim Singen, ist ihnen so, so etwas verschluckt. Ich so aus dem Clubs gekommen, bin in die Bühne gegangen und gesagt, ja, habe ich einen Witz gesagt und niemand hat es kapiert und einfach niemand gelacht. Und wir sind einfach nur da gestanden, sind wieder eingegangen und es hat uns schon jenste Mal Seiten gepunzt. Also Johnny hat Seiten geputzt, keine Seiten dabei gehabt. Ja, es hat mal eine Zeit gegeben, da hat es in jedem Konzert eine Seite geputzt. Über was würdet ihr nie in eurem Leben Auskunft geben? Die Farbe von der Zahnbürste. Euer Musikstil wird häufig so mit Drogen in Verbindung gesetzt. Wie steht ihr zu Drogen? Die Musik ist eine Droge, irgendwie. Ja. Also. Ja, aber das ist nicht nur unsere Musik. Also, wenn du so Techno anschaust, ist es auch ziemlich mit Drogen in Verbindung zu bringen heutzutage. Was wollt ihr mal werden? Musiker. Architekt. Musiker. Ja. Nein, wenn es geht, schon Musiker, aber nur etwas Realistisches ins Auge fassen und denkt Lehrer. Sagen wir mal, eure Laufbahn geht einfach steil durchauf. Und jetzt. Ja, das ist ja gut. Und jetzt müsst ihr euch einfach bewusst werden, dass Fragen meistens intimer werden. Und jetzt auch. Und dann interessieren sich auch mehr Leute für euch. Und ist das für euch das nicht ein kleines Problem, so, wenn es in euer Privatleben eindringt und so? Ja, ich meine, sagst einfach so viel wie du willst. Aber das kann dich eigentlich niemand. Und kann niemand mehr verlangen, als du willst. Oder?
Also wenn sie dann anfangen und am Bett die Videokamera aufstellen und so, ja, dann wird es dann langsam schon ein bisschen krass. Also bis jetzt geht's. Also ich rede jetzt auch immer ein bisschen von Musik und Musikstil. Was für Musikstil macht ihr überhaupt? Rock. Und wir sind eh noch an den 70er und 60er vielleicht orientiert. So. Halt Rolling Stones, sag ich dir noch ein paar Sachen. Ja, Beatles sind sicher auch in so. Ja. Nein, im Hintergrund. Ja. Led Zeppelin, yeah. Wenn euch jetzt die Gruppe da Down Jones ein bisschen neugierig gemacht hat und ihr wollt ein Tape bestellen oder ihr wollt sie mal hören an eurer Party oder so, dann wo kann man sich denn da melden? Ja, bei mir. Bei mir. Ja. Soll ich jetzt die Adresse übergeben? Ja, schau da, Kamera. Das ist Sebastian Bolli, B-O-L-L-I. Heimstrasse 17, 8500 Frauenfeld. Wer da für 10 Franken 3 CDs kauft, wird automatisch Mitglied und verpflichtet sich mindestens für 2 Jahre 10 Artikel zu kaufen. Aber in dieser Zeit kommst du die 3 CDs oder die 3 Bücher nicht mehr für 10 Franken über. Das Gute daran ist, man kann die erste Lieferung innerhalb von 10 Tagen wieder zurückschicken, ohne dass du Mitglied wirst. Es wird sehr viel über das Rauchen diskutiert und geschrieben. Uns hat es Wunder genommen, wieso Erwachsene rauchen. Es ist einfach eine Angewohnung, die man, wenn man jung ist, annimmt. Wenn man findet, ah, die anderen rauchen, also probieren wir mal selber. Und dann mit dem Zeit kommt man dann auf den Genuss. Und dann kommt man wieder auf den Genuss zum Aufhören. Vous fumez? Oui, monsieur, je fume. Et quand vous commencez? Ça fait au moins 10 ans que je fume. Haben Sie stark etwas gegen Raucher? Ich habe Freude, wenn nicht geraucht wird, ja. Aber ich tue es tolerieren, die rauchen müssen. Rauchen. Das ist ihr Leben. Und sind Sie Raucher oder Nichtraucher? Haben Sie es noch nie mit einem Zug probiert? Durch den Dienst oder dem Militär hat man das Lehren rauchen durch Fulenzeln. Und wenn Sie nicht aufhören mit dem Rauchen? Das kann ich. Da kann ich einen Tag, zwei ohne sie rauchen. Das macht mich nichts. Was ist eigentlich mit diesen Passivrauchern? Sie werden gezwungen, den giftigen und den stinkigen Rauch mitzuatmen. Wissen die Eltern, dass sie ihre eigenen Kinder vergiftet? Okay, raucht bei dir jemand in deiner Familie? Ja. Wer? Meine Mutter. Ja, meine Mutter. Familie nicht, aber Verwandtschaft. Wer? Meine Gotte. Du weißt ja, was Passivrauchen ist? Ja, also wenn ich zum Beispiel im gleichen Raum bin und meine Mutter raucht und ich den Rauch einatme. Aber ich gehe immer weg, ich gehe ins Zimmer oder gehe noch mit anders hin. Die neue Lust. Nicht rauchen. Tust du rauchen? Nein. Wieso nicht? Es ist ungesund und so, aber ja. Ich habe einmal probiert, sagen wir es so. Ja, ich finde es echt ungesund. Ja, dann ist man denk dabei. Oh, nur wegen dem, nur damit du voll dabei bist? Ja, eigentlich schon, ja. Doch, ich habe schon mal einen Zug genommen, aber ich habe es gruselig gefunden. Nein. Ja, also ich habe angefangen zu rauchen, dann habe ich es auch probiert mit dem Rauchen. Vielleicht hast du schon mal irgendwie so mal versuchen gehabt oder so? Ja, schon. Ja, ich habe schon mal probiert, aber... Lügner!
Tust du rauchen? Nein. Wieso nicht? Ja, weil ich ein Sportler bin und ich kann das nicht verleiden, wenn ich rauche. Ja, nein, eben, ich rauche ja nicht viel, oder? Also ich habe jetzt einmal gekifft, oder, mit einem Kollegen. Wie viel Zeit rauchst du denn pro Tag? 8 bis 20. Wie hast du angefangen zu rauchen? Ja, ich war mal sehr sauer auf meine Mutter und so. Und dann habe ich einfach zwei andere geraucht und habe ich halt auch angefangen. Tust du rauchen? Nein. Nicht? Wieso nicht? Es ist mir gefällt, ich bin Sportler. Wissen deine Eltern, dass du rauchst? Ja, also ich habe gesagt, ich habe aufgehört. Also, aber sie wissen nicht, dass du immer noch weiter rauchst? Nein. Was haltest du eigentlich von denen, die rauchen in unserem Alter? Ja, es kann eben sein, dass die viele Probleme haben und Verständnis auf die andere Seite. Aber ich finde es nicht gut, dass sie es mit so etwas lösen wollen. Was haltet ihr vom Rauchen? Ja, ich weiss nicht. Ich finde es nicht so gut. Es ist ungesund, würde ich sagen. Ja, es geht. Also, kommt darauf an, wie viel man raucht. Raucht ihr dann? Ja, ich nicht jetzt. Ich auch nicht. Ja, manchmal. Ich nicht. Ah, okay, probiert schon, aber sonst... probiert jeden Tag. Was haltet ihr vom Rauchen? Vom Rauchen? Naja, ich kann einmal. Ich habe aber aufgehört. Ja, und eigentlich nicht viel. Ja, also ich habe noch nie geraucht und ich will es auch nicht mal versuchen. Ja, viel. In dem Fall rauchst du? Ja, doch, doch, kann man sagen. Rauchst du denn viel? Mehr, ja. Schon. Und wissen es deine Eltern? Ja, ich. Sagen sie nichts dazu? Es geht. Hey, nein. Rauchst du auch anderes Zeug? Ja, ich. Immer alles. Was haltest du vom Rauchen? Ja, ich finde es eigentlich nicht gut, aber ja, wenn man angefangen hat, dann rauch mal. Wieso hast du denn angefangen? Ja, das auch nicht. Rauchst du? Ab und zu. Wieso rauchst du? Weil ich Lust habe. Erinnert es, um dich ein bisschen cool zu fühlen, oder gibt es einen bestimmten Grund? Nein. Wissen jetzt deine Eltern, dass du rauchst? Nein. Wieso nicht? Hat sie ihnen nicht gesagt? Nein. Du rauchst ab und zu auch anders wie nur Zigaretten? Ja, schon, ja. Bist du stolz, dass du nicht rauchst? Ja. Und bist du auch stolz, dass du nicht rauchst? Ja, ich auch. Nein, stolz. Wir von der Videogang finden, dass Rauchen alt ist. Du musst nicht rauchen, um dabei zu sein. Für all die, die das Three-Brave verpasst haben, haben wir noch ein paar Bilder. An dich haben wir auch gedacht, wenn du einen kurzen Film oder einen Clip mit deinen Freunden oder Schulkollegen machst, dann kannst du es uns schicken. Das Wichtigste ist, es darf nicht mehr als 4 Minuten gehen. Am Schluss der Sendung wird noch die Adresse eingeblendet.
Selbstverständlich war die Videogang auch am Bandit Festival dabei gewesen. Wir haben der Gruppe Acid Galactic über die Schulter geschaut und sie bis zu ihrem Auftritt begleitet. Sind die jetzt aufgeregt, bevor sie hier drankommen? Ja, es liegt drin. Schon ein bisschen, klar. Ich meine, es sind recht viele Leute, aber es hält sich im Maß. Grenzen. Was machen die für Musikrichtung, Stilrichtung? Ja, was soll ich sagen? Das ist einfach experimentell. Experimentell. Ja, es meldet sich von recht viel Stil. Also, die meisten von der Band tun noch sonst neben der Band musizieren, Musik machen, so eigene Projekte und so. Und ja, das kommt dann alles irgendwie zusammen und es gibt dann ein Acid Galactic. Auch andere Gruppen waren dabei. Aufgefallen ist uns die junge Gruppe Punks Sharks. Die 12- bis 13-Jährigen haben das Publikum so richtig mitgezogen. So, wie fühlt man sich so jetzt vor dem Konzert, kurz vorher? Ja, ein bisschen nervös schon, aber es geht. Hast du Angst davor, einen Fehler zu machen, jetzt vor dem Konzert? Ja, ja schon. Nein, ich hoffe einfach mal das Beste, oder? Am 14. September findet zum zweiten Mal auf dem Blattspitz der Jugendtag statt. Wir sind auch dabei. Nicht nur mit einer Kamera, auch mit einem eigenen Stand. Kommt vorbei und lernt uns kennen. Am 15. September organisiert das Zentrum Hartau, wo wir daheim sind, einen Ausflug in den Europapark. Wo Jamie kommt, dann Leute an auf die Nummer 492 89 58. Man kann auch via Videogang Inserat aufgeben. Schreibt uns und wir nehmen Kontakt zu euch auf. Wie so ein Inserat aussehen könnte, zeigen wir euch jetzt in ein paar Beispielen. Hallo zusammen, ich bin Carmen Erkan, ich bin 15. Ich habe ein neues Velo. Ja, nicht ganz neu. Und ich will es verkaufen. Hallo zusammen, ich bin Mehmet. Ich bin 10 Jahre alt. Ich suche Brieffreunde von jedem Land. Ich bin Philipp Thai, ich bin 12 und ich will von der Backstreet Boys T-Shirt-Serie kaufen. Verkaufen! Ich heiße Philipp Thai, ich bin 12 und ich will von der Backstreet Boys Serie T-Shirts verkaufen. Welche verkauft es mir? Ob ihr dann verkaufen oder kaufen, das müsst ihr dann schon genauer sagen. Hat es dir gefallen? Dann kannst du uns schreiben. Hat es dir nicht gefallen? Lass es lieber. Nein, du Scherz. Du kannst auch dann schreiben, wenn es dir einen gefallen hat. Uns interessiert es. Verpasst die Sendung am 2. Oktober nicht. Video.